Herr Müller ist bei der Arbeit, als er einen Anruf aus dem Krankenhaus erhält. Sein Vater ist gestürzt und ist in der nächsten Zeit auf häusliche Pflege angewiesen. Leider wohnt Herr Müller weit weg und kann sich nicht um seinen pflegebedürftigen Vater kümmern. Er gerät unter Druck und weiß nicht, wie er ihm helfen kann. Frau Lotta war eben noch im Skiurlaub, jetzt liegt sie im Krankenhaus. Sie ist beim Skifahren gestürzt und hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Nach der OP wird sie 3 Monate arbeitsunfähig sein. Aber wie soll das gehen? Wer kann für sie die Einkäufe erledigen und sich um den Haushalt kümmern? Kann sie bei der Krankenkasse eine Haushaltshilfe beantragen? Herr Müller und Frau Lotta können aufatmen. Ihre Arbeitgeber haben für solche Fälle vorgesorgt und sich bei der Homecare Eldercare Dienstleistung des PME Familienservice abgesichert. Herr Müller und Frau Lotta wählen die Nummer der kostenfreien Hotline. Die freundliche Fachberaterin am anderen Ende ist auch abends und am Wochenende erreichbar. Sie berät Herrn Müller und Frau Lotta zu den verschiedenen Pflegelösungen und hilft ihnen bei entsprechenden Anträgen zur Finanzierung. Sobald sich Herr Müller für eine Lösung entschieden hat, vermittelt die Fachberaterin einen Platz in einem passenden Kurzzeitpflegeheim für seinen Vater. Frau Lotta bekommt eine Alltagshelferin. Vertrauen wird großgeschrieben. Alle vermittelten Betreuungspersonen sind nach den PME-Qualitätsstandards geprüft. Herr Müller ist beruhigt, seinen Vater gut versorgt zu wissen. Doch ruhig schlafen kann er nicht. Er macht sich Sorgen, wie er mit der neuen Situation umgehen soll. Der PME-Familienservice berät Herrn Müller auch in psychosozialen Krisensituationen und hilft ihm, mit der Veränderung zurechtzukommen. Herr Müller und Frau Lotta sind froh, die schwierige Situation mit Hilfe des PME-Familienservice und ihres Arbeitgebers gelöst zu haben. PME-Familienservice – seit 25 Jahren Ihr Ansprechpartner in Fragen der Work-Life-Balance.